Ja, zuerst bin ich mal froh, dass ich dabei bin, weil es an die letzten vier Rennen hier am Red Bull Ring ist das erste der vier Rennen, das ich fahren werde. Heimvorteil gibt es in dem Sinne nicht, weil da kennen die anderen die Strecke genauso gut als ich. Und es wird sicher nicht einfach, weil die Serie ist extrem hochwertig besetzt von Fahrern, Autos und Teams und die fahren das ganze Jahr und sind da in dem Thema richtig drin. Also da werden wir uns schwer tun das Wochenende, aber trotzdem, mich freut es, dass ich dabei bin und das ist immer das Wichtigste. Nein, es ist nicht Kundenbetreuen in dem Sinn, aber ich bin bei AMG Mercedes jetzt schon mehr oder weniger im Vertrag seit 5 Jahren und ein Teil ist auch Rennen fahren. Und wenn es einmal den Wunsch gibt oder die Anfrage gibt, ob ich fahren will, dann tue ich doch das gern. Ob es jetzt hier ist oder auch bei anderen Meisterschaften, das hat sich dann mehr oder weniger ist es dann egal. Ich tue es immer noch gern und deswegen mache ich es auch. Und irgendwann werde ich mal da kommen, da macht es mir wahrscheinlich keinen Spaß mehr und dann lasse ich es halt. Ja, man hat ja zu der letzten Zeit ja schon immer wieder mal gehört, dass die Finanzen nicht allzu rosig sind beim Team und dass sie Probleme haben. Und wenn jetzt der Investor eingestiegen ist und das Team so übernimmt und auch weiterführt und mit finanziellen Mitteln ausstattet, dann glaube ich schon, dass Sauber das Potenzial hat, auch wieder von der Leistung her sich schon deutlich zu verbessern und wieder auf alle Fälle ein Team sein wird, was weiter vorne in der Formel 1 mitfährt. Ja, genau so ist es. Das hat es früher immer wieder mal gegeben, dass ein kleines Team einmal mit einer guten Leistung am Wochenende aufzahlen kann, vorne reinfahren kann, ob das im Qualifying ist oder auch im Rennen. Und das ist heutzutage mit der komplexen Technik der Formel 1 fast immer möglich. Du musst finanziell extrem gut aufgestellt sein, du musst ein Team haben, wo du mit großem Aufwand operieren kannst und dann ist es möglich. Aber sonst, wenn du nicht permanent neue Teile ins Auto bringst, permanent weiterentwickelst, dann verlierst du den Anschluss und dann ist das einfach nicht möglich. Ja? Da haben wir das. Danke und ja.